Eige Moin, heute bin ich wieder unterwegs mit Peter und da sind wir in Orschholz und da gehen wir die Traumschleife Klöffer. Die hat ungefähr 8 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die so sind, dann bleiben dran. Bis später. Ja, grüß Gott. Die Wälder sind feucht. Das Holz ist morsch. Der Staat, der war hier in Orsch. Nur für geübte Wanderer, also lieber Posthopper, kein Weg für dich. So, noch 0 Meter, dann sind wir schon am Auto. Also die Tour hat mir richtig gut gefallen, vor allem in den schmale Pfade und in die schöne Aussicht runter zur Saarschleife. Das war richtig top. Wer aber in der Wetter will gehen, der braucht doch richtig gute Trittsicherheit, weil die Passage da hoch wie runter, da muss man echt schon aufpassen. Also nur für geübte Wanderer, also alle außer Topper. Ja, und ansonsten fällt mir jetzt nichts mehr in, aber vielleicht hat der liebe Peter noch was zu sagen. Also ich fand es auch natürlich megamäßig großartig. Ja, also es wird mir immer sympathischer, das gute Saarland. Tja, es liegt wahrscheinlich an den weltbesten saarländischen Führern, die man noch haben kann, nämlich Strauchs Wanderlust. Ne? Es war cool, doch jetzt sind wir erschöpft. So war es halt eben cool, da oben auf der Klö. Also dann, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao, ciao.
Thank you.